Hallo Freunde und herzlich willkommen zum 35. Spieltag der deutschen Eishockey-Liga. Die Straubing Tigers auf Rang 9 empfangen den Vierten, die Augsburger Panther. Es ist die Frage aller Fragen. Straubing strebt nach oben, Straubing strebt auf einen Platz in der direkten Playoff-Konfiguration. Augsburg zuletzt mit ein bisschen Gegenwind. Es gab ein 3:6 in Berlin, es gab ein 0:6 sogar in Wolfsburg. Es ist ein wenig durchwachsen, was die Augsburger in den letzten Partien aufs Eis zaubern können. Man hat den Anschluss nach oben noch nicht gänzlich verloren. Allerdings muss man sich heute wieder etwas zusammenreißen. Heute im Duell gegen die Straubing Tigers soll es wieder Punkte geben für die Augsburger, die zuletzt ja ordentlich Gegentore hinnehmen mussten. Markus Keller heute zwischen den Pfosten. Und das war ein Einstand nach Maß von Brady Lamb mit seinem dritten Saisontor. Der 31-Jährige aus Calgary hat eben bei den Calgary Flames in der Midget Eishockey gelernt, kam dann zu den Calgary Royals, dann zur University of Minnesota Duluth, hat dann 3 Jahre bei den Abbotsford Heat gespielt in der American Hockey League und dann 2014 zog es ihn nach Deutschland in die DEL. Und er spielt auch seit 2014 bei den Augsburger Panthern. Ein Jahr später, 2015, wurde er dann schon Assistant Captain. Und das ist er bis heute. Zetkov da hat schwer zu knabbern gehabt. Der US-Amerikaner seit 2018 bei den Straubing Tigers. Jeff Zetkov, viele kennen ihn noch. Ich persönlich von den Los Angeles Kings. Dort hat er 2016, 2017 13 Einsätze gehabt in der besten Liga der Welt, in der National Hockey League. Und das ist eine Personalie auf Straubings Sicht, die wirklich ja, vielversprechend ist und auch vielversprechend war. Zetkov, meiner Meinung nach, ein guter Torhüter, kann Straubing da immer wieder unterstützen. Aber die deutschen Eigengewächse, die Torhüter, sie streben natürlich nach Einsätzen. Sie streben nach Verbesserung und dementsprechend wird da auch gerade Sebastian Vogel oder jetzt auch Henrik Hua, der ist 2001 geboren wurde, also 18 Jahre jung, der eigentlich bei der U20 in Bad Tölz spielt. Diese Saison noch kein Einsatz für die Straubing Tigers. Trotzdem hat man ihn für die DEL lizenziert. Ebenso ist er lizenziert für die DL2, für die erste Mannschaft der Tölzer Löwen, die auch auf dem Transfermarkt nochmal aktiv geworden sind in der DEL2. Haben mit Maximilian Franz Repp einen Torhüter der Eisbären Berlin, zuletzt bei den Lausitzer Füchsen unter Vertrag, verpflichten können. Also es tut sich einiges nochmal auf dem Transfermarkt, nicht nur verletzungsbedingt, sondern man blickt natürlich jetzt auch auf das letzte Drittel der Saison, sowohl in der DEL als auch in der DEL2 und will sich dahingehend nochmal auf den einzelnen Positionen natürlich verstärken. Für die eine oder andere Mannschaft, sowohl in der DEL als auch in der DEL2, gab es ja in dieser Saison eine richtige Überraschung und ein Team, was in der richtigen DEL für Furore sorgt, das läuft heute hier auf. Das sind nämlich die Straubing Tigers, die auf einem absolut guten zweiten Platz stehen momentan. Und Muilera besorgt hier den Ausgleich für die Straubing Tigers. Augsburg zuletzt wieder mit vielen Problemen in der eigenen Zone. Man bekommt die Scheibe nicht raus und Kael Muilera, der zeigt, warum man die Scheibe schnellstmöglich hier rausbekommen sollte. Der Kanadier mit dem 1:1 Ausgleich für die Straubing Tigers. Es sind nicht viele Schüsse, die aktuell aufs Tor gehen. Aber die Schüsse, die aufs Tor gehen, die haben durchaus den notwendigen Wumms. Straubing bleibt stark an der Scheibe. Auch hier lässt man Augsburg kaum eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Jetzt vielleicht über Payal, der da auf Schmelz rauslegt. Aber Straubing steht da wirklich gut in der Defensive. Macht es den Augsburgern schwer.
das Offensivspiel aufzuziehen. Und so kommt man wieder in den Angriff über Renner. Aber gut dazwischen gegangen eigentlich. Straubing bleibt trotzdem in Scheibenbesitz. Schönberger und Markus Giller. Zweikampfverhalten wieder unfassbar stark. Straubing mit viel Zug zum Tor in den letzten Minuten. Es war die Anfangsphase Augsburgs, die hier wirklich für Furore sorgte. Mit dem ersten Schuss konnte man Jeff Zetkoff hier gleich überwinden. Der hat sich gefangen. Und dann gehen wir mit einem 1:1 in die erste Drittelpause. Und wie schon eingangs der Partie mitgeteilt, die beiden Mannschaften, sie streben nach oben. Gerade Straubing, Rang 9. Man will auf Rang 6 am besten, denn dann hätte man einen direkten Playoff-Einzug hier in der virtuellen DEL. Augsburg aktuell noch auf Rang 4 Heimrecht. In den Playoffs, das will man natürlich halten. Und deshalb für beide ganz wichtig, von großer Wichtigkeit hier ein Sieg in Straubing. Berlesi. Oh, der legt ab auf Connolly. Mannschaft Straubing ja nicht unbekannt. Bei NGL streame ich ja dienstags die DEL-Saison mit den Straubing Tigers. Und Chase Berlesi, sicherlich einer der Neuzugänge auf Straubings Seite, der sich wirklich sehen lassen kann. Kam von den Belleville Senators in der Saison nach Straubing. Hat auch schon 8 Spiele in der Schnellhockey-Liga absolviert. Und jetzt aber erstmal die Überzahlsituation für Augsburg. Und das Bulli kann man gewinnen. Scheibe bleibt nicht drin. Wieder zu, genau das Passspiel. Oh, dann aber schön auf David Steeler. Der geht da durch. Aber der kann nicht die notwendige Geschwindigkeit mitbringen. Straubing ist da abgezockt und das Zweikampfverhalten auf Superstar und volle Simulation ohnehin absolut schwer. Also der Gegner traktiert einen da quasi stellenweise mit richtig krassen Momenten. So wie jetzt hier. Und wieder Steeler. Hat man weit nach vorne geschickt. Nächste Möglichkeit Ullmann. Aber Zetkoff macht da erneut dicht. Und das war auch nicht ein großes Problem. Der Schuss von Ullmann direkt auf den Körper von Jeff Zetkoff. LeBlanc am Bullypunkt gegen Brandt. Und das bringt wieder wertvolle Sekunden von der Uhr. Auf Straubing Seite, Keller, der da doch wieder reingeht. Und Sahir Gil. Vielleicht nochmal, wenn es schnell geht, die Möglichkeit für Augsburg. Da ist LeBlanc, der legt ab, aber Taschner. Und Lamp. 17 Sekunden noch. Für ein oder andere Möglichkeit wird es noch reichen, eventuell. Lamp kommt LeBlanc zur Hilfe. Und Straubing in dieser Sekunde jetzt wieder komplett. Und sofort der Zug zum Tor. Und Sahir Gil. Was macht der denn? Also im Moment Augsburgs Spiel nicht von Erfolg gekrönt. Straubing kommt. Keller verteidigt. Boah. Aber es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Holzmann jetzt mit der Möglichkeit. Ist er alleine auf weiter Flur. Legt ab und das war wunderschön gemacht. Und Trevelyan bringt Augsburg in Führung. Wahnsinnsspielzug. TJ Trevelyan, 9. Saisontreffer. Oh, das war aber auch hier von Holzmann, der da die Scheibe filigran ablegt. Und Trevelyan, der seit 2011 bei den Augsburgern ist. 9. Saison beim AEV. Lässt da Jeff Zetkoff keine Chance zum Halten.
Das ist der Spielzug der Augsburger, den man so gerne sieht. Das sind die Momente auf Seiten des AEV, die wirklich von Erfolg gekrönt sind. Und das war wirklich ein toller Pass von Holzmann auf die TJ Trevelyan. Damit Augsburg wieder in Front. Hase wird da überlaufen. Kriegt die Scheibe dennoch nach vorne. Wieder Holzmann. Sehr schön dazwischen gegangen. Block, Muilera abgeblockt. Und jetzt kommt wieder die Druckphase der Straubing Tigers. Callahan. Callahan sieht da, dass die Lücke eventuell groß genug sein könnte. Connolly Bellisi. Traubing auf der anderen Seite. Aber Szymski. Gut aufgepasst. Schöner Zweikampf. Und Szymski. 2,5 Minuten noch. In Durchgang Nummer 2. Boah, Szymski! Hat er gut aufgepasst, hat den Torhüter-Move da versucht vorauszusehen und dreht dann da kurz vorher nochmal ab. Aber Jeff Zetkov. Ja, siehst du, warum geht er da nicht an die Scheibe ran? Und Schmölz. Letzten Sekunden des zweiten Durchgangs. Scheibe wird nochmal hochgeflippt mittels Saucer Pass, aber das bringt nichts. Und so endet dieser Abschnitt mit einem hervorragenden Tor von TJ Trevelyan mit der 2:1 Führung. Der Gäste aus Augsburg. Unglaublich intensives Spiel. Schon im Aufbau will man den Gegner frühzeitig da aus der Aktion rausnehmen. Nur dreimal gelang es den beiden Teams bislang insgesamt nicht. Und deshalb die 2:1 Führung für Augsburg. Sahir Gil. Und kann Augsburg hier auf 3:1 erhöhen, dann wäre das möglicherweise die halbe Miete für den AEV. Keller. Behält die Scheibe, geht da kein Risiko ein, völlig richtig. Vom Augsburger Schlussmann. Lamb. Da ist Callahan. Und es gibt die Strafzeit wieder gegen Straubing. Und das war ein Beinstellen. Völlig richtig entschieden. Vom Unparteiischen. Und ich glaube, Sina Akulaze. Genauso ist es. 2 Minuten draußen, der US-Amerikaner. Bringt Straubing wieder in Unterzahl. Kann Augsburg aus diesem Überzahlspiel Profit schlagen? Jetzt ist die Lücke da! Was? Ah, nächste Strafzeit gegen Straubing. Ich dachte gerade, halten wird da gepfiffen vom Unparteiischen. Und jetzt also Straubing doppelt bitter bestraft. Benedikt Kohl, der da die nächsten 2 Minuten bekommt. Der hält da, ja, Payal ein bisschen zu lange fest. Und das bringt also jetzt die doppelte Überzahl für die Gäste aus Augsburg. Frazier verliert da den Puck. Wertvolle Sekunden, die da von der Uhr genommen werden. Und jetzt komm! Oh, Renner! Mit der Möglichkeit. Scheibe bleibt drin. Augsburg da. Wirklich zielstrebig in Überzahl, aber Schopper. Scheibe geht raus. 1:15 noch. Doppelte Überzahl. Die Möglichkeiten, sie waren bislang durchaus vorhanden. Gute Phase jetzt für Augsburg. Auch hier die Scheibe. Erst jetzt raus.
Straubing erstmal wieder durchatmen. Aber Frazier, der ist schnell unterwegs. Kann die Partie erstmal auseinanderziehen. Sage Gill! Und der trifft nach Maß. Zum 3:1 für die Augsburger Panther. Sage Gill! 11. Saisontreffer für ihn. 2018 ist er von den Rochester Americans zu den Augsburger Panthern gewechselt. 182 AHL-Spiele hat er gemacht, 78 Punkte erzielt. Also und das, die 2-Tore-Führung, 14 Minuten vor dem Ende und trotz alledem die Überzahl der Augsburger noch nicht vorbei. Einer, der muss noch draußen sitzen und das ist Benedikt Kohl, der nämlich zuletzt die Strafzeit bekommen hat. Eine Minute noch und jetzt Augsburg mit dem Rückenwind selbstverständlich. Jetzt kann man Straubing hier am Ende wirklich K.O. machen. Wird das reichen? Oder schafft Straubing hier nochmal das Aufbäumen? Nein! Das ist der Doppelschlag wieder. Sahir Gill. Zweimaliger BCHL Champion 2008 und 2009. Mit den Vernon Vipers. Erste Station, die Augsburger in Deutschland und der macht das Ding zum 4:1 und das wird die Entscheidung sein. Und nach zwei Niederlagen, nach zwei richtig bitteren Niederlagen, gibt es hier den so wichtigen Sieg der Augsburger Panther. Aber wieder schön rausgelegt. Akolatze kommt da nicht schnell genug ran. Und nur 30 Sekunden nach dem 3:1 von Sahir Gill. Jetzt das 4:1. Und man hat beide Überzahlsituationen nutzen können. Und jetzt glaube ich auch, die Straubing Tigers stehen K.O. Diesen Doppelschlag, den man ja am Ende sich selber zuzuschreiben hat durch diese zwei unnötigen Strafzeiten über Williams. Das war der Knackpunkt. Das 2:1 der Augsburger, nicht wirklich ausschlaggebend. Ein Tor beim Eishockey nicht das große Problem. Aber dann diese doppelte Überzahl. Dann diese zwei Tore von Sahir Gill. Und jetzt macht das hier durchaus den Unterschied, auch wenn Muilera da nochmal gefährlich in Richtung Markus Keller kommt. Und hier spielt er mit viel Selbstvertrauen jetzt Sahir Gill. Wichtige Personalie im Augsburger Spiel. Hat sich gut eingelebt in seiner zweiten Saison in der deutschen Eishockey-Liga. Augsburg ohnehin in den letzten Jahren wirklich zu einer Top-Mannschaft herangereift. Letzte Saison wirklich so kurz vor der Überraschung. Im Halbfinale musste man sich geschlagen geben gegen den ERC Red Bull München. Andernfalls wäre da durchaus auch das Finale gar die Meisterschaft drin gewesen. Qualifiziert für die Champions Hockey League. All diese Entwicklungen sieht man auf Augsburger Seite natürlich sehr, sehr gerne. Und in diesem Jahr sind es zweifelsohne die Straubing Tigers. Aber auch die Fischtown Penguins Bremerhaven gefallen mir in dieser Saison in der reellen DEL wirklich gut. Aktuell 5. Platz, 58 Punkte. 9 Punkte weniger als die Straubing Tigers, die lange Zeit schon auf Platz 2 stehen. Und diesen Druck, der wird natürlich im Laufe des Endes der Saison wesentlich größer. Nichtsdestotrotz, Straubing mit einer sehr guten Saison. Hoffen wir, dass es für sie so weitergeht. Augsburg Rang 10 aktuell. Punktgleich mit den Thomas Sabo Ice Tigers, die auf Rang 11 stehen. Und die brauchen in dieser Saison nochmal etwas Aufwind, die Augsburger Panther. So, vielleicht kommt hier doch noch ein weiterer Treffer. Aber Straubing wehrt sich mit Händen und Füßen. Frazier. Letzte Minute läuft. Frazier, der ist schneller als die Verteidiger. Boah, zieht dann weit nach draußen. Aber Jeff Zetkoff, der sieht das.
Er reagiert entsprechend und hält hervorragend, der Mann mit der Nummer 37. Der immer einen Schnitt von mehr als 90% in der DEL vorweisen kann, seitdem er in Deutschland spielt. Oh, aber jetzt lässt man sich hier auskontern. Leubel gegen drei Augsburger. Und Ullmann, der ja in seine letzte Saison mit Augsburg geht. Ullmann! Wieder der schnelle Vorstoß. Wieder die gute Möglichkeit und wieder das Tor in Powerplay, das heute auf Augsburger Seite hervorragend läuft. Und das ist ja der Schlusspunkt in einer weitestgehend sehr, sehr engen Partie, die Straubing in eigener Unterzahl verloren hat. Aber nichtsdestotrotz, Straubing kann hier durchaus mit erhobenen Hauptes raus. Man hat bei 5 gegen 5 hervorragend gespielt. Man hat die Chancen gehabt, man hat sie nicht gemacht. Das wird unter Umständen immer bestraft. Dann die Strafzeiten, die Augsburg heute knallhart ausgenutzt hat. Zweimal Sahir Gil, einmal Christoph Ullmann. Und schon hat man den Spielstand von 1 zu 5 statt 1 zu 2. Aus Sicht des Straubing Tigers. 10 Sekunden noch und das ist der ja, bitter nötige Sieg auf Augsburger Seite. Nach gerade diesen zwei Niederlagen zuletzt, als man sich 12 Gegentore eingefangen hat in den letzten beiden Partien. Heute bleibt es bei einer und 3 Punkte, die gehen mit nach Augsburg. Und das bedeutet geglückter Wochenabschluss bei den Bayern. Markus Keller, der heute absolut tadelfrei das Spiel gespielt hat. 18 zu 9. Also auch hier doppelt so viele Schüsse aufs Tor. Straubing, wie gesagt, durch die vielen Strafzeiten hat man sich selber rausgenommen. Hat man sich selber ein Bein gestellt am Ende. Und wir werfen natürlich noch einen Blick auf die aktuelle Tabellensituation. Nächsten Freitag geht es dann weiter zu Hause gegen die Schwenninger Wild Wings und am Sonntag dann in Richtung Fischtown Penguins Bremerhaven, die aktueller Rang 8 verweilen in der virtuellen DEL. Erster weiter in der EHC Red Bull München. 8 Punkte vor den Eisbären Berlin, die allerdings noch ein Spiel weniger. 61 ebenso Düsseldorf, 61 ebenso Augsburg, 61 ebenso die Thomas Sabo Ice Tigers, 59 die Kölner Haie, dann ein großer Sprung auf die Krefeld Pinguine. 4 Punkte Rückstand auf die Haie. Bremerhaven auf der 8, dahinter dann die Straubing Tigers und der EHC Ingolstadt. Dicht gefolgt von den Schwenninger Wild Wings. Dann die Grizzlies Wolfsburg, die Adler Mannheim und die Iserlohn Roosters. Mannheim kommt so langsam in Fahrt, wieder ein Sieg. 35 Punkte, es sind trotz alledem auf Rang 10. 14 Punkte Rückstand in den letzten verbleibenden 16 Partien. Das ist eine Menge Holz und wir dürfen gespannt sein, was sich in dieser Tabelle im Laufe der Saison noch tut. Aktuell können wir zufrieden sein und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.